Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es Mini-Cheeseburger vom Kalb. Wie die gemacht werden, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Die Idee zu diesen kleinen Burgern kam mir letztens beim Discounter um die Ecke. Dort lagen diese küchenfertigen Mini-Kalbs-Burger-Patties rum. Ich bin sofort neugierig geworden und habe sie kurzerhand mitgenommen. Für unsere Mini-Burger brauchen wir natürlich auch Mini-Buns. Ich konnte auf die Schnelle keine fertigen Buns finden, die von mir gewünschte Größe gehabt hätten und habe mich daher entschlossen, die Buns schnell selber zu backen. Ich verwende dafür den allseits bekannten Burger Buns Teig von Jörn Fischer. Und da unsere Kalbs Patties ungefähr die Viertelgröße eines normalen Hamburger Patties haben, biege ich mir auch die Teiglinge so ab, dass sie ungefähr ein Viertel des Gewichts der Buns haben, die ich normalerweise backe. Ansonsten funktioniert alles im Wesentlichen genau so wie sonst auch. Das heißt, der nächste Schritt ist das Schleifen der Teiglinge. Das machen wir auch hier mit dem kleineren Format so, dass wir als erstes den Teigling platt drücken, dann alle Seiten nach innen ziehen und schließlich mit der hohlen Hand die Kreisbewegung ausführen, sodass wir eine schöne Oberflächenspannung erhalten. Hier das Ganze nochmal, den Teigling erst platt drücken, dann alle Seiten nach innen ziehen und dann dem Teigling durch die Kreisbewegung in der hohlen Hand die gewünschte Form und die nötige Oberflächenspannung geben. Wenn wir damit fertig sind, können unsere Teiglinge noch für 45 Minuten gehen und wir kümmern uns inzwischen um den Rest. Als Burgersoße verwende ich heute die Soße meines YouTube-Kollegen Art of Barbecue. Wenn ihr wissen wollt, wie diese sehr leckere Soße gemacht wird, dann schaut euch den Tag 1 der Burgerwoche von Art of Barbecue an. Ich verlinke euch das Video hier oben und in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir natürlich noch Käse, in diesem Fall einen Gruyère, etwas Rucola und ein paar rote Jalapenos. Die Patties nehme ich hier schon mal aus der Verpackung und forme sie mir noch ein bisschen zurecht, da sie ansonsten etwas unförmig sind. Denkt auch daran, wie bei den großen Patties, in die Mitte eine kleine Mulde reinzudrücken, damit die Patties am Ende eine schöne glatte Oberfläche bekommen. Den Gruyère befreie ich erstmal von der Rinde und schneide mir dann kleine Scheiben, die in etwa auf die Patties raufpassen. So, inzwischen sind unsere Teiglinge fertig gegangen. Ich bestreiche sie jetzt noch mit etwas Ei, streue Sesam drüber und dann kommen sie in den Ofen. Die Backtemperatur ist wie gehabt 200 Grad. Als Zeit ist bei den großen Buns ja 12 Minuten angegeben. Ich habe jetzt auch die kleinen 12 Minuten drin gelassen und es hat ihnen nicht geschadet, wie ihr sehen könnt. Die lassen wir jetzt erstmal richtig schön auskühlen und dann schneiden wir sie schon mal auf. Und wie ihr sehen könnt, sind auch diese Mini-Buns hier schön fluffig geworden, so wie man es von Jörn Fischer Buns gewohnt ist.
So, inzwischen habe ich hier schon mal eine Pfanne mit etwas Butterschmalz erhitzt. Da kommen jetzt die Patties rein. Wir braten unsere Burger jetzt erstmal schön von einer Seite an. Dann drehen wir sie um, lassen die zweite Seite nur kurz anbraten, reduzieren dann die Hitze und bedecken jedes der Patties mit einer Scheibe Gruyère. Damit der Käse auch schön schmilzt, geben wir einen Deckel auf die Pfanne und schalten dann die Herdplatte ganz ab. Anschließend können wir unsere Mini-Burger zusammenbauen. Dazu nehmen wir uns erstmal eine Bun-Unterseite, geben etwas Burgersoße drauf. Geben dann das Fleisch mit dem Käse dazu. Dann bedecken wir das Ganze mit etwas Rucola. Darf natürlich auch gerne mehr sein als bei mir jetzt hier. Und schließlich mit ein paar roten Jalapenos. Jetzt fehlt nur noch der Deckel, den wir vorher ebenfalls mit Burgersoße bestrichen haben. Und fertig ist unser Mini-Kalbs Cheeseburger. Als Fazit kann ich sagen, dass dieser kleine Burger sehr lecker war. Die Kombination Kalbfleisch zusammen mit dem Gruyère, dem Rucola, den Jalapenos und der Soße von Art of Barbecue war sehr gelungen. Macht das ruhig mal nach, es lohnt sich. Es muss nicht immer Premium-Metzgerware sein. Man kann sowas auch gut und gerne mal beim Discounter mitnehmen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken, besucht auch Art of Barbecue, lasst ihm ein Abo da. Und ansonsten freue ich mich wie immer über einen freundlichen Kommentar, einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.